Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Andy Rölpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Wieder allein. Ja. Und ich habe offscreen ein paar Sachen gemacht. Lass mal kurz. Wo sind nochmal? Meilensteine. Hier. Und ich sollte vielleicht mal mein Dokument hier aufmachen, wo ich mir aufgeschrieben habe, was ich als offscreen gemacht habe. Oder was ich bekommen habe. So, klassisch. Boom. Da habe ich Pichu, King K. Rool und Zelda. Okay, Zelda hier bewältigen den klassischen Modus auf 9.9 habe ich mit ja Pit geschafft. Weiß ich nicht, ich habe irgendwie bis zum Bossgegner geschafft ohne zu frecken. Also ich habe Pit noch mal gemacht, weil ich habe das ja mit dem M Master hier aufgenommen. Deswegen habe ich das einzeln noch mal nachgeholt mit den Charakteren, die ich schon gehabt habe. Und ja, ich habe es dann wie durch Wunder irgendwie geschafft 9.9 zu erreichen. Und ich musste nur ein paar Tickets ganz am Ende benutzen gegen den Bosskampf natürlich. So, Pichu, wo ist Pichu? Hier. Erzielt 20 Siege gegen Kämpfer aus dem Pokémon-Universum. Habe ich auch geschafft. Und King K. Rool hier. Ja, ich als King K. Rool im Bonusspiel innerhalb von 45 Sekunden das Ziel. Ja, habe ich nochmal gemacht. Das haben wir ja schon, glaube ich, vor Ewigkeiten gemacht hier mit King K. Rool. Und ja, was ihr Bilder nochmal sehen wollt, hier Zelda. King K. Rool. Suplex, ne, nicht Suplex, Body Slam hat bei sich. So, fehlen ja nur noch ein paar. Bei weiteren Modi habe ich einmal Link, Wolf und Ken. Hier haben wir Ken. Tritt allein als Ken in 100er Smash an und siege, indem du nur Spezialtechniken als Angriff einsetzt. Und ja, da war es geht so, war nicht so schwer, aber ich habe übrigens den 100er Smash mit jedem Charakter jetzt hier durchgemacht und leider nichts bekommen oder eine Nachricht bekommen oder so, aber was soll's, haben wir das auch aus dem Weg geräumt, ne? Wolf, tritt allein im Wolf mit einem 100er Smash an, bewältige ihn in 5 Minuten. Ich habe so ungefähr mit jedem immer so 3 Minuten so gebraucht, also das war kein Problem. Und Link hier, tritt allein ein 100er Smash auf den Turm des Plateau an und siege in 5 Minuten. Ja, einfach nur ihr Level auswählen, kein Problem. Was ist da im Hintergrund los mit Snake? Was? Ja, die 100er Smashes habe ich alle offscreen gemacht, weil da ist jetzt nicht so interessant zu sehen. Ist einfach nur ich jedes Mal, wenn ich irgendwie, wie ich 100 Leute irgendwie aus dem Bildschirm haue und ja, weil ich stelle ich mir nicht so interessant vor. So, und hier habe ich Mi Boxer Peach und Rob Peach. Kaufe im Shop ein Sonntagsschnäppchen. Weiß nicht mehr, was ich gekauft habe, aber das habe ich jedenfalls auch gemacht. Rob hier. Erstelle eine Wiedergabeliste in der Audiothek, habe ich auch geguckt und herausgefunden, wie man das macht. War eigentlich jetzt nicht so schwer. Ich glaube, da war unter Optionen oder so. Nee, nicht ob, ja doch Optionen. Und Mi Boxer, wo ist er? Hier. Erstelle 3 Mi-Kämpfer, die werden wir irgendwann mal sehen. Ja. Belohnungen sieht man da unten immer. Bankeranzug, Palmas. Und ja. Als ich das geschafft habe, habe ich auch noch eine Belohnung bekommen, und zwar 2000 GP. Und ja, gut, haben wir das aus dem Weg geräumt, wollte ich noch mal Bescheid sagen. Und ja, wir gehen mal ins Abenteuer wieder rein, weil das haben wir schon lange nicht mehr gemacht, finde ich. Soll ja auch mal schaffen. 128 Felder bewältigt und wir haben 15 Kämpfer gerettet. Boah, meine Stimme, ich weiß nicht, meine Stimme tut schon seit heute Morgen irgendwie so weh. Ich werde wohl nicht so lange aufnehmen können. Ja, und ich weiß genau, welchen Charakter wir nehmen. Und zwar sind es zuletzt geretteten. Den Mi-Schwertkämpfer. Boom. Das bin natürlich ich. Ja, ich habe es hingekriegt hier. Irgendwie, als ich zum ersten Mal mein Mi herstellen wollte, konnte ich irgendwie nicht auf meinen Mi auf der Switch hier zugreifen. Ich konnte ihn irgendwie gar nicht bearbeiten oder herstellen und so. Da habe ich mich ein bisschen gewundert. Und ja, nachdem ich dann irgendwie, ich glaube, ein Update oder so rausgekommen ist, halt, war mir halt dann möglich auf einmal. Ich weiß nicht genau wieso, aber keine Ahnung. Jedenfalls weiter. So, jetzt fragt mich mal einer, wo wir hier schon waren und wo nicht. Und hier sind 1-Sterne-Kämpfer. Machen wir immer fertig. Und ich habe irgendwie nichts ausgerüstet. Geil. Wo ist Lin? Ja. Ritschritt auf hoch. Ja, seitliches Spielen der Steuerung. Haben wir vielleicht irgendwann was Schwertkämpfe, Schwertangriffe hier erhöht?
wäre vielleicht nicht schlecht. Und im Hintergrund läuft gerade Sonic Heroes, das liebe ich. Das Spiel wollte ich immer spielen, habe ich aber irgendwie nie, weil nicht meine Finger dran kommen können. Wir haben nur eine Demo davon gespielt, weil ich weiß nicht, da war mal in so einem Magazin drinne. Da waren halt, da waren irgendwie halt Demos von verschiedenen Spielen drinne und ich finde jetzt hier nichts mit Schwert angefähr wird. Hey, warte mal, ich habe doch was. Teamladen, das habe ich auch genau gemacht hier. Ich habe ein paar Sachen hier bearbeitet. Guck mal hier, so Sachen für Ausdauer, Armangriffe, Anti-Sturm und so. Habe ich alles hier vorbereitet und ja, geh mal rein. So, bei den Mii-Schwertkämpfer oder allgemein bei den Mii's konnte man immer zwischen drei Angriffe auswählen, zwischen den ganzen Spezialangriffen und ja. Unsichtbarkeit, was? Okay, ich habe gar nicht drauf geachtet, was hier in dieser Level los war. Und ja, ich habe für jeden so die Sachen genommen, die ich am interessantesten fand. Ich habe so was wie Ike, Boom, kann chargen und dann Boom, wenn ich auf die Gegner los. Dann habe ich hier so was wie Link, dann habe ich einen Konter und hier das. Sword Rain Alpha. Finde das ist so das Beste für einen Schwertkämpfer. Die anderen beiden Mies habe ich auch gemacht, Mii Boxer und Mii Schütze. Sobald wir die retten, werden wir die natürlich auch spielen. Aber wir haben ja nur einen Schwertkämpfer erstmal und wir brauchen ja mal wieder einen neuen Charakter zum Spielen. Also ja, kommt mir gerade recht. Na, Truhe, große Fee. Gott. Riesen Zelda, stärkere Spezialangriffe für Gegner bei mega Ahnung. Was? Aber ist nur ein Gegner, ne? Schaffe ich das? Na ja, komm, versuchen wir mal. Versuchen wir mal ein, zwei Mal, bis er wieder läuft. Wir haben dreimal hintereinander verloren, das schaffen wir nicht. Also, ja. Autsch. Na, Riesengegner sind jetzt nicht so unglaublich schwer manchmal. Jetzt greift sie natürlich. Was? Das ging mir doch ein bisschen zu schnell, hallo? Er muss sie echt irgendwie so drauf hocharbeiten. Er muss immer nur auf die kleinen Fische erstmal gehen. Ne? Sobald du mit denen fertig bist, kannst du ja mal auf die anderen gehen. Ne? Auf die Zweier und Dreier. Vierer gibt es bestimmt auch noch, ne? Oh, ich habe gerade gekontert, willst du mich? Oh, Dreck. Und vor allem, die kann sich ja noch heilen oder so, ne? Stand ja gerade irgendwie so was. Geh weg. Oh, Bananenkanone. Super. Vorsicht. Oh. Oh Gott. Was? Er war zu groß, der hat mich nicht getroffen. Oh. Ja, der Sechs. Ich weiß, wenn ich unterlegen bin. Na, schauen. Dreier müsste eigentlich meinen, ich würde hier schon mal weiterkommen. Expresso, der ist doch von Donkey Kong, ne? Das ist fast unmöglich. Oh, ach, was soll's? Der Gegner fällt langsamer. Ach, der, ja. Oh nein, ich kann nicht so lange aufladen wie bei Link. Sword Rain Alpha. Falls ihr fragt, da ist ein Angriff von der Tales of Serie. Der geht auch ungefähr so. Stichst halt wie ein Blöder mit deinem Schwert zu. Na, tu mal wieder die kleinen Fische erstmal erledigen und unsere Wissensjuwelen hier sammeln. Shy Guy. Oh, da ist der Boxer. Jetzt auf Spezialstandard ein. Bitte sag mir nicht, dass diese Kugel, die da auf mich wirft. Ich
wusste es. Ich habe sowas von gewusst. So, Konter. Deswegen nehme ich Konter. Konter. Ja, ihr frisst das. Und da ist ein schwarzes Loch, ne? Na, niemand davon. Gewesen Wirbelangriff. Wir sind schon 30 Parts in diesem Spiel, ne? Wir haben wahrscheinlich noch nicht mal die Hälfte von diesem Modus hier abgeschlossen. Aber der Modus ersetzt ja auch mehr oder weniger so hier die Dings, ne? Die Bob Klin. Starte mit einer Erzkeule. Ich glaube, der Modus ersetzt mehr oder weniger so hier die Herausforderungen, die sonst immer in Super Smash Bros. Spielen. Was deshalb winzig vorkommen. Also das ist keine Erzkeule, das ist ein Schnitter. Ja, der hat eine Erzkeule. Weil es gibt ja nicht mehr so Herausforderungen, wo du, weiß nicht, irgendwelche krassen Sachen machen musst oder so. Aber dafür haben sie das hier jetzt, ne? Der setzt mehr oder weniger diesen Modus, habe ich so ein Gefühl. Lustart. Jawohl. So meine Dings reingelaufen. Nein, fast. Trauben. Oh. Boom. In den Bauch gestochen. Sehr gut. So, ich habe da rechts gesehen, da war ein Kämpfer. Lass mal gucken. Werde ich natürlich noch nicht spielen, weil ich jetzt gerade erstmal einen neuen Kämpfer hier ausgerüstet haben. Ausgerüstet. Alle Mona, die habe ich schon. Das weiß ich. Wir kriegen ja immer die Geister, oder? Ja, wir sind auf dem Boot und deswegen setzt du seitwärts ein, ne? Au. Die Musik kenne ich. Nein. Warum ist jeder Kampf mit Linda so unglaublich nervig? Au. Du verpiss dich. Man muss ja eigentlich immer mit irgendjemand anderen noch im Match drin sein. Ja, komm. Ich fasse dann einfach nicht. Pisst euch. Was bist du dich wohl, ey? Mein Gott, ey. Rück da genau weg. Ja, ich krieg die Charaktere immer. Wollte schon sagen, ich krieg die doch immer, nachdem ich hier alles erledigt habe. Also alles. Den Kampf erledigt. So, wenn haben wir denn da? Bitte sei nicht von irgendwas hier beschützt. Das ist wie ein Zelda-Charakter. Wir kämpfen auf eine Zelda-Stage, ja. Um zu gewinnen. Der Gegner versucht Abstand zu halten. Der Gegner hält sich fortlaufen, aber wir kämpfen auf Dingens hier. Auf eine riesige Level. Genau wie beim 8-Mann-Smash im letzten Part mit dem M-Master. War doch ein bisschen unübersichtlich, weil wir sahen alle aus wie Ameisen. So. Boah, verpiss dich. Ist auch kleiner, kann das sein. Ja, der ist wahrscheinlich voll stark, ne? Und boah, Junge, kannst du mal weggehen, ne? Oh, die heilt sich. Volle Möhre reingerannt. Wo bist du denn hin? Warum ist denn der jetzt so am Glänzen? Irgendwie, ich bin immer am Glänzen, jetzt der am Glänzen. Sag mal, hör auf, da unten hin zu rennen. Jetzt schon wieder. Oh geil, ja, ich.
kein Cocktail. Mein Gott, warum ist denn das hier so windig? Oder bin ich mir nur ein? Geh nicht wieder runter, danke. Ich wollte gar nicht hier runter, Mann. Mein Gott, warum ist das so schwer? Sag mal, dein Bodyguard, der soll weggehen. Oh, kannst du es eigentlich wagen? Boah, der will mich hier verarschen. Ich weiß gar nicht, was meine Ultimate hier ist. Hier geblieben, boah. That bitch. Ah, so ein Angriff ist das ja geil. Ja, renn genau da rein, danke. Popcorn. Verpiss dich. Kommt wahrscheinlich jetzt ein neuer, ne? No. Die haben mich auch noch gar nicht angegriffen, kann das sein? Boah, diese. Komm her, M. Masters Waifu. Tschüss. Boah, das war schon wieder nerviger, als es eigentlich sein muss. Nur weil die irgendwie so ein bestimmtes Muster haben, ja, nachdem die kämpfen. Immer und immer wieder. So, wen haben wir hier? Fox. Warum kämpfen wir nicht auf Final Destination? Was ist denn das hier? Eine alte Meme von Melee. Zum Super Smash Bros. Melee. Weil Melee irgendwie nur, weiß ich nicht, jeder irgendwie Fox gespielt hat, weil er da irgendwie der powerste Charakter war. Und ja, der eigentlich nur competitive benutzt wurde, also deswegen gibt es diese Meme, weil irgendwie alle im Melee irgendwie Fox gespielt habe. Ich habe so das Gefühl, ich wiederhole mich andauernd so von Part zu Part, dass ich irgendwie alles schon 10.000 Mal gesagt habe. Ich komme da irgendwie nicht mehr so gut mit. So, das ist ein Schalter, sehe ich gerade. Ich bin ein Herzchen, oh, das ist ein Herzchen, sehe ich gerade. Das ist halt schön. Oh, da war letzte. Warte, da der Final Boss. Dann würde ich da gerne noch nicht hingehen. Ah. Ja, da oben sehe ich schon wieder was, ein Dojo oder irgendwie sowas. So, ich habe 30 Punkte, glaube ich, ne? Kann ich irgendwas Sinnvolles damit holen? Keine Verlangsamung mehr bei mehrfach ausweichen. Angriffsgrad gegen Metallgegner, Luftangriffe, Smash-Vergifter. Deine Smash-Angriffe vergiften, was? Stärk Schlag-Items, verstärkt alle Meteor-Smash-Angriffe leicht. Das perfekte Schildgeschosse macht beim Smash-Aufladen kompatibel. Ja, perfekte, da müsste ich ja erstmal hinkriegen, ne? Ja, von Transformation wird katapultiert werden in der Luft, weniger empfangener Schaden durch Nahkampfwaffen wie Schwerter. Hm. Ich kann man jetzt mal an und ausmachen, ne? Während des Sprintens. Ich habe so Gefühl, ich will vielleicht hier lang. Wurf-Items. Bei unter 30% Schaden leicht stärkerer Angriff. War schwierig. Glaube ich, will das haben. Glaube ich. Ich glaube, ich will auch das hier irgendwie. Ultra Smash Ladetempo. Sofort gehen wir hier lang. Einfach. Keine Ahnung. Bremskraft auf dem Boden. Nun wir das hier. Der Wurf weiter und lässt sie weiter fliegen. Ich auch, weiß ich nicht, ich habe mich was gilt wahrscheinlich. So, nächster Lauftempo für Gegner, damit du schnell wegrennen kannst oder was, ne? Ich soll vielleicht mal hier in den Shops nachgucken, ob die da was haben. Ich habe schon die ganzen Geister und so abgeholt, die ich hier auf Reisen geschickt habe.
aber noch nicht irgendwie. Boah. Ich habe noch nicht irgendwie in den Shops nachgeguckt. Ah, dieser. Oh hey. Dein Lauftempo war gut, laufgefälligst. Okay. Irgendwie geklappt so. Soll ich den mal Star Fox, mein Gott. Noch nie ein Star Fox Spiel gespielt. Aber noch nie, glaube ich, irgendwie Gameplay oder irgendwie sowas davon gesehen. Ich kenne nur diesen einen Frosch, der irgendwie sagt, du Battle Roll. Das ist alles, was ich von Fox Star Fox kenne. Lass mal kurz einkaufen. Die haben da bestimmt was Neues, ne? Subgeist, no, Lernjuwel, her damit. Und den hier, weil er anscheinend neu ist. Ich habe mal letztens irgendwie geguckt und ich habe erst, weiß ich nicht, 200 von 1200 Geistern oder irgendwie sowas. Noch ein Lernjuwel, geil, danke. Also ich muss hier ein bisschen reinhauen mit den Geistern. Pinsel sie ja. Und damals dachte ich irgendwie, Pinsel war eins der stärksten Pokémon überhaupt. Weiß ich nicht. Das war irgendwie so der erste oder der zweite Trainer, gegen den Ash in der Anime gekämpft hat. Und ja, er hat irgendwie Ash Safcon irgendwie... ja, was soll's. Er hat irgendwie Ash Safcon irgendwie fast getötet, weil er ihn zwischen seinen Scheren gehabt hat. Ja, voll bedrohlich. Genau wie Onyx irgendwie. Als ich zum ersten Mal einen Onyx gesehen habe in... Oh Gott. Jetzt zum ersten Mal einen Onyx gesehen habe in der Anime, ey. Voll fürchteinflößend, ey. Also vorher kannst du irgendwie nur so Pokémon wie Pikachu und all sowas. Pikachu, Taubsi. Da kommt hier so eine riesige Felsnatter. Voll fürchteinflößend fand ich das. Und deswegen ist Onyx eins meiner Lieblings-Pokémon. Wir sind wirklich, ja. Wen von euch beiden muss ich denn erledigen? Zelda, ne? Weil die auf dem großen Bild war. Auf der großen Leinwand, ne? Ah, müssen wir ja wahrscheinlich für jeden Boden hier irgendwie... Au. Müssen wir für jeden Boden wahrscheinlich irgendwie... Oh Gott. Ein passendes Dings machen, ne? Passendes Deck. Ich habe schon hier... Jawohl. Ich habe schon hier gegen Stürme und so was alles gemacht. Oh, Junge, lass mich doch mal. Lass mich doch mal deine Olle in die Fresse hauen. Ah, ich konnte nicht mehr meinen Rettungsmove machen, was? Okay, dann wird natürlich wieder. Weißt du, 2 Sterne und schon kriegen wir wieder Probleme. Wahrscheinlich nur die erledigen, ne? Dann gehen wir nur auf die. Weißt du, wie hat bei Gendorf hier wieder. Boah. Abgelaufen ist. Wo immer, wenn ich gerade am Kontern bin, dann greifen sie nicht an, sonst tun sie mich ununterbrochen angreifen. Oh Gott. Boah, schon wieder. Wir können ihn nur so oft dem Ding ausweichen. Ich verstehe nicht. Hey, das ist mein Move. Jetzt eindeutig von mir, aber ich muss euch beide erledigen. Super. Der Link ist der nervigere von euch beiden, hätte ich so das Gefühl. Boom. Die Kämpfer macht eigentlich auch Bock, hier zu kämpfen. Oh. Oh, Dreck. Oh Gott, da ist eine Mine. Und ich wollte aufpassen. Da bin ich. Oh. Ah. Oh nee. Oh Gott. Und Zeitlimit habe ich gar nicht gemerkt. Marianne, du bist auch sicher ein Zelda-Charakter, ne? Okay, da war knapp. Auf 25 Minuten sind wir schon. Boah, gar nicht gemerkt.
eine schöne Idee hier, fertig mal ein Flakemon. Die Steuerung wird zeitlich gespiegelt und nee. Flakemon. Ist nur um springen, ne? Also weil wir Flakemon sind, deswegen Schnecken laufen, ne? Okay, nur halt, ich wollte andere Richtung. Na schon wieder, ich bin gerade am Konter, ne? Mal lieber hier. Oh, das ist der Teppich von Mario 2. Das Spiel hat niemand gespielt hat. Weil viele nicht gespielt haben. Oh gut, er ist gerade gesprungen. Ah, Flakemon, ja toll. Was bietest du mir denn an? Schmerzunempfindlichkeit. Ich jetzt 10 Minuten später merke, dass mir jemand auf den Schwanz getreten ist. Was jetzt Flakemon so geil vergessen, was von dir siehst du Flakemon ist ein Geist, ein Dojo sie restlos vergessen. Bei meinem neuen Training mit, das ist hier sofort wieder gelernt. Ja, falls ich überhaupt kein Stil haben will, ne? Okay, also bräuchte ich nicht wirklich. Nick, hey Nick. Nick, Helfer-Trophäen machen ja das Leben schwer. Oh, nee. Der Gegner jagt nach Items. Dann habe ich den halt. Boah, ich dachte, wir kämpfen hier in Dings. Oh, nee. Oh, nee, hatte ich das nicht schon mal versucht? Bis nicht. Wenn nur einer von denen kommt. Verpiss dich. So ein Gefühl, deine Helfer-Trophäe ist irgendwie nerviger. Oh, super. Der hat seine eigene Helfer-Trophäe rausgehauen. So, oh geil. Hi. Sehr gut. Gut, da war nur eins. Was? Man kann aber nie im Leben das sein, weil ich mal verloren habe. Nur ein Stern, den schaffen wir ja wohl noch. Tu ist nie im Leben von ein Stern Dingen ja beschützt. So, hier sind schon wieder neue. So, ist hier irgendwo noch ein. Pff. 3 Sterne. Geh weg. So, du, komm. Nee. Nee. Sind wir schon wieder in eine Sackgasse gelandet, ne? Als Mario. Wo er Geowatz Mario. Ist irgendwo nur ein Stern übrig. Anders schaffe ich nicht. Tingle. Also nur um eine Abkürzung zu schaffen, habe ich so Gefühl. Matthias und Latias, ey. Ups. Bomber Man. Jeff, 4 Sterne, ey. Wo kann ich denn dann noch hin? Ist mir alles zu stark hier. Doc Louis. Ja, das hier können wir auf 0 erhöht laufen, aber. Okay, ist schon wieder zu lang. Gut, komm, gehen wir mal zurück. So, jetzt werden wir aber natürlich keine Charaktere mehr freischalten, wenn wir zurückkommen, aber kann das sein, dass irgendwas anderes noch ist, ne? Shop zum Beispiel. Kann ich von dem Shop kaufen? Geil, Musik. Kommt mir bestimmt bekannt vor, die Musik. Ah, guck mal, 30% off.
Yoshi hat auch irgendwie ein Woll-Yoshi Kostüm, habe ich nie gemerkt irgendwie. So, da 100 nur. Da müssen wir ja was in der nächsten Folge wieder los ist, ne? Mann, wieder klassisch. Ich weiß genau mit welchem Charakter. Gut, aber würde ich erstmal sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat aber gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar und also was, das wäre richtig nett von euch. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.